Das ist ja total zum Kotzen. Wir sehen mal, wie wir jetzt klarkommen. Zur Erinnerung, wir mussten die Grove Street ja verlassen, weil Smoke und Ryder uns verraten haben. Und unsere einzige Mission besteht jetzt in diesem kleinen grün, sage ich schon, roten Kringel. Und erstmal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also jetzt wirklich nicht mehr, wie es denn überhaupt weiterging. Sie haben irgendwas erzählt von einem Zeugen, den wir irgendwie ausschalten sollen, Beweise vernichten sollen. Hey, guck mal, hier ist ein SMG. Und eine Ammunition ist A hier und... Was haben wir denn überhaupt? Was zum Fressen kriegen wir A hier. Und wir sind gar nicht mal so weit weg von der Heimat, aber immerhin ein ganzes Stück. Die ganze Karte sieht übrigens so aus. Habe ich die überhaupt schon mal gezeigt? Also ist schon noch was zu entdecken. Das Mikrofon mal kurz verrücken hier, weil ich sonst nicht Auto fahren kann. Autsch. Wo soll man denn da hinspringen? Das probieren wir gleich nochmal. Wäre, glaube ich, unser erster Monster-Stunt, oder? Oder unser zweiter? Jedenfalls ist es einer. Mal sehen, ob wir den mit dem Sanchez schaffen oder ob wir da was Krasseres brauchen. Also entweder müssen da oben drauf springen oder hier in die Mitte. Wahrscheinlich oben drauf. Noch ein Versuch. Oh, ich kotze. Was kann ich denn dafür, bitteschön? Ist ja auf hier. Ah, da drüben steht noch eins. Nehmen wir eben das Blaue. Da war noch eins gewesen. Okay, diesmal sollte es klappen, wenn wir nicht zu kurz springen. Ach komm schon. Willst du mich verarschen oder was? Okay, es tut mir leid, ich muss es einfach nochmal probieren. Ich versuche mal relativ schnell in die Kurve zu kommen, das klappt aber nicht. Kann ich mir von hier starten? Nö, die haben uns heute nicht lieb. Und hier hinten gibt's ein Haus. Können wir das uns leisten? Ja, das können wir uns leisten. Versteck. Okay, hier sieht es wesentlich abgeranzter aus als in unserer geilen Strandbude. Und heute speichern wir unten. Und dann machen wir halt mal eine Mission, dass hier irgendwas vorwärts geht. Ich weiß sonst auch nicht genau, was ich hier machen soll. Ich könnte bloß ein bisschen sinnlos in der Pampa rumfahren. Und da kann man genauso gut eine Mission machen. Graffitis gibt es, soweit ich weiß, dann bloß in Los Santos. Und hier müssen wir noch gar keinen Ausschau halten. Hier gibt es halt andere Sachen. Dasselbe gibt es mit den, also auf der ganzen Karte mit einer Kamera hier. Und da musst du irgendwelche Sehenswürdigkeiten knipsen. Halt,
Das sieht man dann aber bloß durch die Kamera und dann ist das so ein kleines sich drehendes Symbol, das man fotografieren muss. Badlands. Beseitige den Zeugen und bring den Beweis. Ist das schon hier oder was? Nee. Ein bisschen zu früh. Ja. Auf den Berg hinauf. Achtung, Kurve. Da unten waren wir gerade. So, mal sehen, wo es uns hinführt hier. Da hoch. Sieht ja fast so aus. Was liegt denn da rum? Gesteinsbrocken. Unser Sanchez hat ein bisschen zu kämpfen, um uns hier hochzuschaffen. Wir sind aber an der dünnste gerade. Oh nee, ich hätte unten entlang fahren sollen. Ja, es gibt jetzt eine geile Abfahrt. Okay, oder nicht? Ich hüte mich vor der Bundespolizei. Verdammt. Aber hat was geklappt? Okay. Die Bundespolizei. Wir haben ja alle Waffen verloren, bis auf die eine SMG, die wir gefunden haben. Fällt mir gerade auf. Jetzt wäre ich nicht so selbstsicher hergefahren, sondern erstmal bei Ammunition vorbeigeguckt. Aber was willst du machen, ne? Wow! Hey, watch where you're going, shithead. Yo, oh! You got a cover way? Und lauf. Eine Waffe. Super Sprint. Come on. Wo ist unsere Karre? Hier ist unsere Karre. Okay, ich nehme eine kleine Abkürzung gegen die Leitplanke. Alter, ey, jetzt bringt mir mal die Ruhe rein. Wuhu! Scheiße. Oh, fuck. Ja, komm. Ist doch egal. Ach so, Karre. Ah, hier fahren BMWs rum. Ich habe gar keine neue Karre eingefügt, fällt mir gerade ein. Aber welche denn? Wir kommen ja gerne mal an unsere Garagen ran. Ich glaube, ich bin so eine Familienkarre, die ich da abgestellt habe.
Die Karren müssen ja bei mir in der Garage stehen, dass ich gucken kann, also schnellstmöglich gucken kann, ob die auch funktionieren. Ich habe dann keinen Bock so lange rumzufahren, bis er dann irgendwann kommt oder das Spiel abstürzt. Deswegen immer die Karre, die in der Garage ist. Badlands. Mal wieder. Beseitige den Zeugen. Bring den Beweis. Die Musik ist auf jeden Fall übel verschärft. Kann ich mir auch nicht lang antun. Und wir kriegen die ganzen Tipps nochmal. Und es geht wieder den Berg hinauf. Tut mir völlig leid, also wirklich ohne Scheiß, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal die Mission machen muss. Aber, naja. Ich hätte ahnen können, dass er gleich stirbt, wenn er da runterspringt. So geradeaus noch. Ich überlege jetzt, ob ich das nochmal ganz genauso mache oder ob ich jetzt einfach mit dem Motorrad hier reinfahre und den einfach aufs Maul hau und der Hoffnung, ich sterbe nicht dabei. Mach das einfach nochmal so. Ein Messer wäre halt gut. Na, so ähnlich zumindest. Diesmal haben wir alle so viele Bullen hinter uns. Dann geht das alles. Oh. Diesmal schön aufpassen. Schön aufpassen. Langsam, langsam. Na, sieht's doch gut aus. Ob er das überlebt er, oder? Das heißt, er kann es ja einfach so runterfahren. Oh. 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 Alles klar. Was ist es denn, eine Crossmaschine, ne? Müssen wir mal ausnutzen. Was war denn da in der Ecke? Ach, Holz. Okay. Übergabeort. Kriegen natürlich nicht mal einen schönen Händedruck dafür, dass wir hier uns zum Deppen machen.